Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei meinauto.de. Ich bin die Jessie und habe heute für euch die elektrische V-Klasse mit dabei, besser gesagt den Mercedes EQV. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auch den Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Montag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, beginnen wir doch mal mit der Historie und die ist noch gar nicht so lang, denn den EQV gibt es seit 2019 auf dem Markt, auf dem deutschen Markt. Aber Mercedes hat ja in eine sehr große elektrische Zukunft geblickt, mittlerweile sehr viele elektrische Modelle schon auf den Markt gebracht, unter anderem den EQA, den EQB, den EQC, den EQE und den EQS und hier steht jetzt eben auch der EQV. Wettbewerber sind unter anderem der Citroën e-Berlingo oder auch der VW ID. Buzz. Der hier ist jetzt ein bisschen klassischer, ein bisschen zurückhaltender, trotzdem sehr praktisch und alltagstauglich. Und genau das möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Erstmal zu den Ausstattungsvarianten. Es gibt diverse. Einmal ein EQV Interior Paket, ein Exterior Paket. Es gibt die Edition 2023 und auch noch die Avantgarde Line. Serienmäßig kostet Weiß keinen Aufpreis. Hier haben wir jetzt ein schönes Grau mit dabei. Und im Unterschied zur V-Klasse steht vor allem jetzt hier der Kühlergrill, der ist anders gezeichnet, hat jetzt hier deutlich mehr Lamellen, auch deutlich mehr Chrom. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir jetzt hier nicht diese durchgehende EQ-Leuchte haben, die die anderen EQ-Modelle gemein haben. Dafür haben wir jetzt hier LED-Licht, welches so ein bisschen insektenförmig nach hinten geht und ganz nett ist, wenn man den startet, tarieren die so ein bisschen aus und sehen eben aus wie bei so einem Insekt. Wenn wir in die Seite gehen, sprechen wir über das Laden, weil es gibt zwei Varianten, einmal den EQV 250 und einmal den EQV 300. Hier haben wir jetzt die große Akkuvariante mit dabei. Der 250er hat 60 Kilowattstunden, der 300er hat 90 Kilowattstunden. Und wo kann man den laden? Hier vorne, relativ einfach, auch wenn man sich bücken muss, aber man findet es auf jeden Fall direkt. Mit 11 kW braucht er ungefähr 9 Stunden 45, um voll zu sein. Man kann den mit bis zu 110 kW DC laden, dann braucht er 41 Minuten von 10% auf 80%. Das sind Ladezeiten, die absolut in Ordnung sind. Reichweiten, ja, sind auch in Ordnung. Der große Akku kommt ungefähr 363 km weit. Der kleine Akku kommt dann ungefähr 232 km weit. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die größere Variante mit dabei. Immer frontangetrieben und vielleicht zu den Ausmaßen. Entweder 5,14 Meter lang oder 5,37 Meter, den gibt es in zwei Längen. Radstand bemisst sich bei 3,20 Meter, ist 1,93 Meter breit und 1,90 Meter hoch. Serienmäßig 17 Zoll Felgen, optional gibt es die 18 Zoll Felgen, die wir jetzt hier auch mit dabei haben. Schön jetzt hier auch in diesem Bicolor. Was ich sehr charmant finde, ist, dass wir jetzt hier nichts wie eine Plastikplanke oder so haben, sondern es ist wirklich alles lackiert. An der Seite auch nochmal so ein EQV-Badge, damit auch der Nachbar sieht, dass wir eben einen Stromer fahren. Sehr große Spiegelkappen. Ich habe gelernt, je größer die Spiegelkappe, je größer das Auto, desto größer muss auch die Spiegelkappe sein. Und es gibt optional eine Dachreling mit dazu für 700 Euro. Dann hat er eine Traglast von bis zu 150 Kilo. Und ebenfalls optional gibt es auch ein Glasschiebe-Panoramadach. Das haben wir jetzt hier auch mit dabei. Kostet 3.333 Euro. Ebenfalls optional auch noch die Luftfederung. Auf der Seite jetzt eine elektrische Schiebetür. Ich mache sie euch mal auf. Funktioniert eben so, wenn man hier leicht aufmacht oder auch ganz einfach hier auf den Knopf drückt. Wir schauen nachher gemeinsam rein. Schöne Chromlinie hier an der Seite auch noch. Und jetzt zum Heck erstmal aufrecht stehende Rückleuchten. Die Modellbezeichnung steht immer hier. Hier haben wir noch den großen Mercedes-Stern. Und sehr praktisch, und darauf könnte ich nicht verzichten, finde ich diese Funktion hier. Und zwar können wir diese Heckscheibe auch noch separat öffnen, kostet ungefähr 500 Euro Aufpreis. Und das ist natürlich praktisch, weil wenn man da hinten zum Beispiel schläft oder campt, kann man das aufmachen, kann man sich hier noch so ein Mückennetz oder sowas reinmachen. Oder man kann auch einfach eben hier was rausholen, Rucksack oder was man auch immer hinten gelagert hat. Jetzt machen wir hier mal wieder zu und öffnen den Kofferraum. Auch der geht elektrisch auf, ist ja ein klassischer Mercedes, eine V-Klasse eben, nur elektrisch. Und ihr seht jetzt schon, super viel Platz.
Insgesamt kann man 6 bis 8 Sitze eben konfigurieren. Hier haben wir jetzt die 6-sitzige Variante. Und er hat 1000 bis 4600 Liter Fassungsvermögen. Umgerechnet, wenn man die 4 hinteren Stühle wegmachen würde, wären das 6 Quadratmeter. Also sehr, sehr krass, weil hinten kann man eine Matratze reinschmeißen oder eben auch diverse Fahrräder oder Surfbretter. Die Ladekante ist auch relativ niedrig. Anhängelast haben wir jetzt hier keine mit dabei. Was wir aber haben, ist weiterhin eben die elektrische Heckklappe. Jetzt würde ich sagen, wir gehen rein. Ich zeige euch mal, wie flexibel die Sitze da drin sind. Ich habe ja gerade schon ein bisschen gespoilert. Und vielleicht eine witzige Sache noch an der Stelle. Dieses Element hier ist auch leer. Dahinter befindet sich kein Tank, weil wir ja hier diesen Stromer haben. Aber es ist trotzdem noch eben beibehalten worden. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie einfach hier die Sitze nach vorne und nach hinten schiebbar sind. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und was auch funktioniert, ist, dass wir die jetzt sehr einfach hier umklappen können. Und Jan jetzt einen besseren Blick auf mich hat, wenn ich jetzt hier nach hinten mal kraxel. Weil coole Sache ist, dass man die Sitze auch ausbauen kann. Alle sind übrigens flexibel ausbaubar. Und dafür gibt es hier hinten ganz einfach so einen Haken. Man kann die Sitze rausheben und dann sich hier eben ein Schlafparadies basteln oder eben, keine Ahnung, was auch immer transportieren. Umzüge sind damit auch sehr, sehr gut. Oder Geburtstagspartys. Jetzt seht ihr, ich habe hier hinten auch Platz. Kann auch diese Stühle nach vorne, nach hinten schieben. Habe hier auch noch so Armlehnen, die sehr bequem sind. Gute Verarbeitung, Cupholder an der Seite auch noch und eine optionale Burmesteranlage. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir gemeinsam raus. Ihr seht, das Dach haben wir schon mit dabei, zeige ich euch aber dann später noch, wenn wir über den Innenraum vorne sprechen. Ich mache jetzt hier zu und erzähle euch was zu den Motorvarianten. Und erstmal ist interessant, der 250er und der 300er unterscheiden sich eigentlich nur bei der Akkukapazität, denn beide haben 204 PS. Der hat jetzt 362 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in über 12 Sekunden auf 100 und verbraucht ja irgendwas zwischen 26 und 28 Kilowattstunden. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, ist aber auch eine fahrende Schrankwand. Relativ schwer mit 2665 Kilo. Wir machen jetzt aber hier wieder zu. Gehen gemeinsam noch in den Innenraum, da zeige ich euch auch alles, Infotainment-System, dann fahren wir noch eine Runde, dann gibt es ein Fazit. Ich hoffe, ihr habt Lust und würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit. Weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum und als allererstes möchte ich euch einen sehr coolen Trick zeigen. Und zwar funktioniert er mit diesen beiden Knöpfen. Ich drücke gleich mal drauf und simsalabim, Sesam, öffne dich. Ja, man kann hier elektrisch eben mit den Knöpfen auf beiden Seiten aufmachen und genauso auch wieder zumachen. Ihr seht es hier drüben, klappt das super easy. Kannst mir richtig vorstellen, wie ich dann rufe, Kinder, kommt rein. Und dann drücke ich einfach drauf und dann muss ich mich gar nicht bewegen und kann super faul sein. Wo ich auch faul sein kann, ist, wenn ich jetzt hier das Dach aufschiebe, funktioniert da vorne. Super easy, kostet wie gesagt ein bisschen was Aufpreis, aber finde ich super schön und macht vor allem hier einen sehr, sehr hellen Innenraum. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal gemeinsam das Cockpit an. Erstmal hier mit einem Schwenk darüber und gehen rüber in die Tür. Und da haben wir jetzt eine sehr gute Verarbeitung und vor allem relativ viel Blau. Das ist nämlich bei diesem EQV Interior Paket mit dabei. Erinnert auch ein bisschen daran, dass wir die ganze Zeit lokal emissionsfrei fahren. Sonst ist alles bezogen, bis auf dieses kleine Element da unten. Trotzdem sehr viel Platz eben für eine große Flasche. Optionale Burmesteranlage und man kann sich auch die Sitze eben elektrisch einstellen. Auf beiden Seiten dann auch noch eine Sitzheizung. Apropos Sitze, die sind sehr weich gepolstert, sehr komfortabel ausgelegt. Seitenwangen sind jetzt hier oben relativ breit, geben guten Seitenhalt. Hier unten nicht so viel Seitenhalt, dafür sind sie sehr, sehr bequem. Und als nächstes sprechen wir hier vorne über das Cockpit und da gibt es insgesamt 5 verschiedene Oberflächen, die man wählen kann. Hier haben wir jetzt so einen gebürsteten Aluminium-Look, das gibt es zum Beispiel auch in einem Holz. Was ich schön finde, ist die Integration dieser Lüftungsdüsen hier, die auch einen leicht roséfarbenen Akzent haben, was ja an die EQ-Familie erinnern soll, genauso wie hier auch die Umrandung um das Klimamenü, was wir hier haben und die Shortwall-Knöpfe. Mit diesem Element hier kann man, ihr seht es schon, super cool, da vorne dann eben das Infotainment-System, MBUX heißt es ja, steuern. Hier kommt man immer wieder auf Home. Man kann das aber auch per Touch benutzen, wenn man das möchte. Hier unten haben wir dann die verschiedenen Fahrmodi, Eco, Komfort, Sport und wenn ich weiter runter toggle, haben wir auch noch Maximum Range und auch Lift hier jetzt bei der optionalen Airmatic mit dabei. Sonst haben wir hier auch noch die Möglichkeit eben ja immer wieder zurückzugehen. Und als nächstes würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen über das Lenkrad, denn das ist relativ flexibel, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn ich jetzt nämlich hier unten mal
das öffne, kann ich das wirklich in jede Richtung einstellen, was ich sehr komfortabel finde. Habe hier hinten auch Rekuperationsstufen, die ich mit so kleinen Paddeln mit einstellen kann. Sprechen wir auch bei der Fahrt drüber. Und da vorne könnt ihr euch dann verschiedene Dinge anzeigen lassen, unter anderem Reise, Navi, Radio, Medien, Telefon oder die Assistenzen bzw. Einstellungen und Service. Ich mache immer ganz gerne eben alles zur Reise rein. Sprachsteuerung haben wir hier und auch noch einen Lautstärkeregler, genauso wie hier unten. Da kann man die Lautstärke eben auch über so einen leichten Drehregler regeln. Infotainment-System im MBUX haben wir euch ja auch schon oft hier auf dem Kanal gezeigt. Wenn wir auf EQ klicken, haben wir jetzt hier die wichtigsten Sachen, unter anderem Energieflussanzeige, den Verbrauch oder eben hier auch die verschiedenen Ladeoptionen. Energieflussanzeige seht ihr dann hier. Ihr seht schon, Akku ist hier unten und da ist jetzt eben dann der Motor vorne angesiedelt. Wenn ich hier wieder zurückgehe, sind wir immer wieder auf Home. Hier habt ihr noch die Navi, zeige ich euch vielleicht auch. Die ist relativ wichtig. Und Jan und ich testen immer, wie schnell ein System ist, wenn wir hier so rausdrehen. Und ja, ich würde sagen, das ist so eine 8 von 10. Das ist auf jeden Fall okay. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam losfahren. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und wir fahren jetzt zusammen nach Hamburg. Nein, machen wir natürlich nicht, aber ich wollte euch mal zeigen, wie hier so eine Routenübersicht aussieht. Hoppla, wenn wir jetzt hier eben die Navigation eingeben und ihr seht jetzt hier Ladezeit 52 Minuten, dann um 18:32 die und die Ladezeit und hier geht es eben los. Man kann auch noch Zwischenziele setzen und hat halt hier eben 3 Ladestopps von Offenburg nach Hamburg. Ist super cool, weil Mercedes macht das von allein, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, lassen wir vielleicht die Navigation mal drin, beziehungsweise ich breche sie ab, sonst quatscht die uns jetzt die ganze Zeit rein. Und wir starten jetzt hier mal. Ich muss hier einfach nur rüberziehen und wie ihr hört, hört ihr natürlich nichts. Gangwahlhebel ist hier Mercedes typisch vorne, beziehungsweise erstmal zeige ich euch noch die Rückfahrkamera. Da 360 Grad mäßig kann man jetzt hier in jede Richtung gucken. Ist natürlich sehr praktisch, vor allem jetzt hier bei den Ausmaßen. Und jetzt fahren wir gemeinsam los und nehmen welchen Modus? Sport, oder? Wir beschleunigen jetzt mal durch, auch wenn es jetzt nicht so sehr zu den USP von diesem Auto gehört, aber er ist eben in über 12 Sekunden auf 100. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Was auf jeden Fall super ist, der hat einen enorm guten Antritt, vor allem in Sport, und schießt eben sofort los. Und jetzt gucken wir mal, was der kann. Bremse funktioniert auch sehr gut, fühlt sich nicht synthetisch an. Und jetzt geht's los. Ja, ist okay. Er zieht, 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 zieht. Ja, gleich haben wir es geschafft. Okay, das war eine 100. Wir haben an der 100 gekratzt. Ist jetzt vielleicht nicht der schnellste, aber dieses Auto ist auch nicht darauf ausgelegt, dass wir eben extrem Gas geben, sondern es ist vor allem dafür, dass wir im Alltag mit einer relativ passablen Reichweite gut vorankommen. Und wenn ihr jetzt mal da vorne guckt, haben wir in Sport gerade 257 Kilometer Restreichweite bei 75% Akku. Wenn ich jetzt hier runtergehe, sind wir in Komfort, dann passt sich das an. Wenn ich weiter runtergehe in Eco, dann sollte das auch noch ein bisschen besser werden, beziehungsweise dann bei Maximum Range. Leider passt sich das vorne nicht an, normalerweise passt sich das immer an. Jetzt wird es gerade nicht angezeigt, ist ein bisschen komisch, aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist noch die Rekuperationsstufen anpassen. Und zwar haben wir jetzt hier D+. Wenn ich jetzt hier runter toggle, haben wir D-. Und damit rollt er eben viel stärker aus, beziehungsweise verzögert viel stärker. Und wenn wir jetzt hier mal in EQ gehen, zeige ich euch mal, was das genau bedeutet, wenn wir rekuperieren. Hier haben wir nämlich die Energieflussanzeige. Ich drücke aufs Gas, auch wenn man jetzt nicht Gas sagen sollte, und der gibt eben Energie ab. Wenn ich jetzt hier runtergehe, rekuperiert er, heißt der Elektromotor, dient gleichzeitig als Generator und speist eben wieder Energie zurück in den Akku. Und damit haben wir eben ja die Möglichkeit, unsere Reichweite deutlich zu erweitern. Angegeben ist er jetzt mit 363 Kilometern, kann man sich nicht so gut merken. Wir sind jetzt in unserem Alltagstest ungefähr 300 Kilometer weit gekommen. Wir sind kombiniert gefahren, haben auch oft rekuperiert, was wirklich ganz cool ist. Wenn wir auf der Autobahn waren, dann sah das schon ein bisschen anders aus. Dann hatten wir eher so eine Reichweite von 280, vielleicht auch 250. Wendekreis habt ihr gerade gesehen, ist okay, liegt bei 12,90 Meter. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Wendekreis, aber bei einem Radstand von 3,20 Meter absolut passabel. Lenkung können wir auch noch besprechen, die ist ganz gut, die fühlt sich nicht synthetisch an, vor allem für ein Elektroauto ist das wirklich ganz gut. Und wenn wir jetzt hier nochmal so durchtoggeln, haben wir beispielsweise auch die Liftfunktion fürs Offroad-Fahren. Falls wir mal beispielsweise mal über so einen Acker fahren müssen oder so, fährt das Auto eben automatisch hoch. Was passt sich übrigens an? Klimaanlage und eben auch ja, das Ansprechverhalten des Motors. Was ich sagen möchte zu diesem Auto ist, dass der brutal chillig ist. Ich habe dafür, dass der so groß ist, eine relativ gute Rundumsicht, sitzt halt extrem hoch, also quasi wie in einem SUV.
was natürlich auch sehr komfortabel ist, wenn man unterwegs ist. Und ich habe halt ein sehr chilliges Fahrgefühl. Ich habe keinen lauten Motor, den ich hören kann. Ich habe vor allem mit der Burmester-Anlage hier wirklich einen sehr angenehmen Sound auch, dadurch, dass eben nur ein Elektromotor hier am Start ist. Und ich habe auch eine passable Reichweite. Jetzt geht es aber darum, wie viel haben wir denn verbraucht? Und ja, ihr könnt es euch eigentlich ausrechnen, das waren schon manchmal 30 Kilowattstunden oder mehr. Das ist natürlich relativ viel. Vor allem ja bei so einer Schrankwand, die jetzt hier herumfährt. Aber wie gesagt, am Ende zählt die Reichweite und die ist wirklich passabel. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass das Auto ja sehr flexibel ist. Vielleicht so eine Vehicle-to-Load-Funktion wäre eigentlich mega cool. Aber was wir jetzt machen, ist zurückfahren und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und große Frage ist jetzt, für wen ist dieses Auto eigentlich geeignet? Ja, eigentlich für jeden. Entweder große Hobbys oder große Familie oder auch eben großer Job. Fangen wir vielleicht mal bei den großen Hobbys an, davon bin ich ja Fan. Das ist zum Beispiel ein Auto für Mountainbike-Fahrer, das ist für Leute, die gerne Stand-Up-Paddeln gehen oder auch für Leute, die gerne campen und das eben rein elektrisch, was ein großer Vorteil ist. Es gibt nämlich gar nicht so viele Autos, die so groß sind, die so viel Platz bieten und eben auch die Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren. Andererseits ist es auch ein Auto für Familien. Man kann hinten bis zu 6 Personen nochmal verstauen. Man hat rechts von sich dann auch nochmal eine Person, also insgesamt bis zu 8 Personen, was natürlich auch super praktisch ist. Und man hat hier auch die Möglichkeit, als Taxifahrer beispielsweise eben luxuriös und lokal emissionsfrei unterwegs zu sein. Und jetzt ist natürlich die große Frage, reicht mir die Reichweite? Wir sind ja jetzt so ungefähr 300 Kilometer weit gekommen. Das ist okay. Das reicht für den Alltag, aber ich würde mir schon ein bisschen mehr wünschen, vor allem eben für die Langstrecke. Aber vielleicht kommt das ja noch. Was ich euch auf jeden Fall erzählen kann, ist der Preis. Und zwar beginnt der 250er bei 68.000 Euro und der 300er bei 71.000 Euro. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist mal bei meinauto.de vorbeischauen. Da haben die den nämlich. Und den Kanal hier abonnieren würde mich tierisch freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!